Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, wir befinden uns wieder an einem Ort, den wir jetzt zum dritten Mal dieses Jahr schon besuchen. Es ist ziemlich kalt, es ist ziemlich feucht, aber ich bin gut ausgestattet. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Harry, kommst du da rüber? Harry heute auch mit am Stissel. Der ist zum ersten Mal hier, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich immer Angst, aber die Klippen, die gehen hier gut. Also das sind nicht so richtige Klippen, das sind so Klippklippen. So. Bike, ready, Mallet, Modus. Was ich neu habe, sind 4 Volume Spacer jetzt hier drin. Natürlich Shorty bei diesem Wetter. Und Luftdämpfer ist wieder drin. Heute aber auch mit am Start. Nurri vom Greenhill Bike Park. Servus. Servus. Ich hoffe, der Lift ist heute an. Der Lift ist an. Oh, das ist Beinlift. Und wer noch mit am Start ist, was ein Zufall. Eltanos. Eltan, sag mal ehrlich, ne? Wie viel fahren wir eigentlich zusammen? Ich würde schon sagen, so 3-4 Mal die Woche tatsächlich. Boah, oder zumindest 3-4 Mal die Woche sehen wir uns irgendwie. Ja, aber wir fahren ja auch sehr viel. Und wir fahren meistens auch. Wir sind jetzt ready und fahren jetzt los. Aber heute, was geil ist, nicht wie beim letzten Mal, heute habe ich die Kamera bei. Also die GoPro-Kamera. Dann müsst ihr nicht wieder auf dem Handy die ganze Zeit rumhängen. Also viel Spaß beim Video. Willst du fahren, Tan? Ja, ich warte. Auf mich? Dann fahr. Mal sehen, ob der... Boah, Junge, ist das matschig. Boah. Boah, ist er glatt. Oh. Boah. Opa. Alter Schwede. Boah, Digga, das ist aalglatt hier. Boah. Trails, Trails, Trails. Oh. 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 Alter. Oh. Opa. Oh. Digga. Was, Junge, das ist so glatt. Können wir mal kurz darüber reden, wie Gott, das rutscht, dass das ein Scheißlauf ist? Alter, also, das ist echt sehr rutschig. Also, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so hart korrutscht. Also ein paar Mal, ey. Also ich bin da diese Bäume, Alter. Ich bin da einfach so im Vorderrad einfach reingerutscht. Ja. Und dann sind diese Bäume einfach weggefallen. Guck mal, ich bin vorne auf mich so richtig geil verkeilt. Das ist vorne rausgespritzt. Oh. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Wir müssen erstmal wegmachen. Also erste Abfahrt, super glatt, super rutschig, super sketchy. Das ist, heute ist krass. Marc, was sagst du zu deiner ersten Fahrt? Es war eine Katastrophe. Super. Ich habe nichts gesehen und bin ein bisschen lost. Geil. Aber es sind, glaube ich, gute Trails, wenn man sie kennt. Die sind super. Geil. For the record, wir haben da was gespottet. Nico weiß nicht, wo es lang geht. Ich weiß es auch nicht, aber wir glauben, wir haben einen Trail-Ausgang gefunden. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Freunde, wenn wir schon dabei sind, hier gerade eine Pause zu machen, trinken ist wichtig und richtig. Feedlook immer dabei, Junge. So, weiter geht's auf Trail Nummer 2. Harry, einmal zur Seite. Ja. Ja, da wollte ich jetzt nicht ganz so committen. Ah, da hättest du doch drüber springen können. Oh, der Sattel ist voll in meinem Po. Was machen wir jetzt hier? So, Freunde, sieht das auch mal aus, wenn man die Trails nicht kennt. Und das im Winter, weißt du? Das kann man nicht im Sommer machen. Nö, wir machen das im Winter. Wenn es schön matschig, rutschig und coldy ist. Ah, ei. Vielleicht hätten wir da oben rumgehen müssen. Vielleicht. Weil der Trail geht ja auch auf die Seite runter. Ja, dann schieb mal weiter. Da ist auch ein Weg, da wo der Harry lang... Der Harry, der weiß eigentlich immer, wo es lang geht. Ja, guck mal, da ist auch eine Wasserflasche. Da hat irgendein Spacko wieder seinen Müll in den Wald geworfen. Ich will eben ganz kurz den Müll hier mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ah, siehst du, guck mal, hier ist doch ein Weg. Hier ist einfach nur ein Baum umgefallen. Boah, guck mal, hier ist richtige Off-Camper-Street. An den, der den Müll hier gelassen hat. Du bist ein... Kleiner Pisser. Wenn du hier nicht. Komm, gib Gas, mal, laber nicht so viel. Ich local bist du. Schnurri! Let's go, lass mal. Oh, das wird gut. Wir kennen den Trail ja alle noch nicht. Hey Junge, das ist doch ein geiler Trail. Oh,
Oh, ein Außenmanual. Zahn, bist du durch? Jo. Boah. Boah. Steinplatte. Boah. Die Steinplatte war wild, ey. Ah, man kann zwei Wege fahren. Oh, Zahn. ABS, Bruder, ABS. Boah. Geil. Wilder Trail, Alter. Geil, Mann. Ein bisschen wild, also zum mit dem Laub halt. Und ja. Oh, ich habe die Flasche verloren. Oh, zum Glück. Aufstieg Nummer 3. Ist der größte Müllweg, den wir je gefahren sind, glaube ich. Er ist sehr, sehr matschig. Es rutscht durchgehend durch. Also es ist doppelt und dreifach so schwierig hochzukommen. Aber ich glaube, der Tan hat gesagt, wir fahren zu einem richtig geilen Trail. Hei, hei, hei. Oh, Digga. Also das ist sehr matschig hier. Oh! Ja, komm, ja. Komm, komm, komm. Ja, ich merk's. Überhaupt gar nicht. Oh. Oh. Okay, fahr mal. Oh. Umgeknickter Baum, gefährlich. Kann mal schalten hier. Ja, hier. Ja, guck mal hier. Schön. Boah, geil. Ja, hier ist der nämlich. Oh, der ist ja richtig kaputt, Alter. Hier ist richtig alles immer. Ja, da geht dieser Flowy lang. Also wir können auch da lang fahren. Mir ist das egal. Komm, lass da lang fahren. Der ist ein bisschen länger vielleicht. Der linke? Ja. Hier war ich auch noch was kommt, ne? Ja, ist nichts Heftiges. Was denn? Ach Quatsch, das ist entspannt. Hey. Das war aber nicht der, den ich meinte. Nee. Hallo, ey, ich schwöre, ey, guck mal, das ist hallo. In der Theorie habe ich gar nichts gegen dieses Wetter. Es ist einfach nur, dass man durchgehend nass wird. Wenn man gut angezogen ist, dann geht das ja. Wie mit meinem schönen Lidanzug hier. Aber muss nicht sein, ne? Bei Sonne fahren wir lieber. Ich hab Kacke angezogen, Alter. Vielleicht, ne? Außer, ich habe sogar Handschuhe an. Im Sommer fahre ich auch ohne Handschuhe, aber im Winter, nö. Da bin ich mir zu fein für. Der feine Herr. Hm, genau. Hä? Oh, der ist wirklich steil. Oh, Alter. Ja, warte. Ja. Ja, ja, fahr. Warte, ich komme hin. Der ist wild. Oh. Oh, ja, Kehre. Oh, oh, ja. Oh, 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 oh. Mein Vorderrad ist einfach oben hängen geblieben. Oh. Ey, das ist so steil hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Falsche. Kehre einmal rein. Ah. Hoppa. Alles gut. Bin nur hängen geblieben. Also auch mit dem Fahrrad. So, meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen jetzt hier, wie man in eine Schräge aufsteigt. Am besten stellen Sie das Rad quer und dann geht es quer in die Rille. Oh, oh, Papa. Oh, yeah. Oh. 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 Alter, ich konnte nicht mehr bremsen. Alter, Digga, was ist hier los? Wenn es ein bisschen bremsen könnte. Oh, zweimal auf einem Trail. Oh, schon den lange nicht mehr gehabt. Ja. Oh, Digga, ich bin einfach, den ersten bin ich einfach, ich wollte bremsen und ist einfach nur vorne gerutscht. Vorne einfach am Baum. Mit dem Vorderrad vorbei. Ich war auch hier. Oh, das war wild, ey. Stück einfach, ich auch schon mit so, okay, ich werde vielleicht hinfallen, aber. Ja, alles gut. Mal gucken, wie weit. Ich habe mich mehr abgeschmissen als hingefallen. Ja, jetzt seht ihr auf jeden Fall, dass auch uns sowas mal passieren kann. So. Es ist halt. Wirklich aalglatt hier, ne? Aalglatt. Boah. Boah, alter Schwede, ey. Was lacht da eigentlich? Mein Steuersatz. Irgendwas ist durch hier. Gut. Oh. Das ist auf jeden Fall die Schädel hin.
Willst du mal nachdecken? Ja. Weil dann hat jetzt zum Auto. Alter, sogar das gerade ausfahren. Fühlt mir heute ein bisschen schwer. So, Freunde, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Tut mir leid, dass ich mal wieder so abrupt hier enden musste. Aber Lagerschalenschaden. Ich glaube, ihr habt gerade das Knatschen und Knacken gehört. Natürlich wurde nichts davon gefilmt, weil ich dachte, okay, komm, ich mach das eben rasch sauber. Weil ich dachte, da ist vielleicht Sand reingekommen. Aber hier ist alles komplett im Arsch, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt. Schaut euch das gerne mal an. Die Kugeln sind schon eckig und abgeschliffen und da läuft leider nichts mehr. Und wie ihr seht, habt ihr auch gesehen, wie schnell das hier auseinandergegangen ist. Deshalb endet das Video hier. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die dieses Video bis hierhin zugeschaut haben. Jetzt am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar ab dem 6. Dezember wird es von mir einen Rabattcode geben für Fitlock-Produkte. Und zwar bis Ende des Jahres. Mehr dazu werdet ihr aber auf Instagram finden. Deshalb geht auch gerne mal bei Instagram vorbei, checkt meinen Kanal aus, abonniert gerne und wir sehen uns später auf dem Trail oder beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag oder Nacht, was immer ihr auch habt. Tschüss, euer Nakidai. Kuss.